So, Creil-sur-Mer, da sind wir jetzt einfach mal stehen geblieben und zeigen euch mal die Küste. I will get close to your heartache if you want to open your door. I'm feeling kind of lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind now I'm here by your side. So let it ich würde mal sagen, der Abstecher hat sich gelohnt. Fantastische Küste, schroffe, wilde Natur, ungezähmte Brandung. Einfach toll. If that's what you want, then baby try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding. Valérie-sur-Somme, da sind wir jetzt angekommen, haben hier einen Wohnmobilstellplatz gefunden, 12 Euro die Nacht, den zeige ich euch noch. Fahrt einfach rein in das Ding und Kennzeichenerkennung und der druckt dir aufs Billett. Oh yes, finde ich, ich muss ausmachen, aber bis später. I can see it in your eyes that you're shaking cause you're holding it back. Also wir haben hier bestimmt 8-10% Gefälle. Ärgerlich ist, dass wir den Weg auch wieder hoch müssen. Stimmt's, Hase? Wir müssen den Weg wieder hoch, aber hier sieht's putzig aus. Jeder hat seine eigene Farbgestaltung. Von Orange bis Chichirin Green, Delilah. Ja. Hat was. Und schon sind wir in der Megacity. Ah, die Herrschaften wollen noch speisen. Und? Ja, gibt es denn hier was? Ja, hier gibt es in jeder Richtung. Ich habe natürlich wieder vergessen, vorher auf das Rad zu drücken. Also ich habe ein Omelette, Thorsten hat einen Hamburger, Mandy hat einen Hamburger, aber keinen echten, ist nur Veggie, Deli ein Eis und Julia hatte einen Brownie, den sie natürlich schon aufgefuttert hat.
habe immer gedacht, es ist schwer, YouTuber zu sein. Aber bei Instagram zu sein, scheint ja noch schwieriger zu sein. Wenn es jetzt ein bisschen gewackelt hat, sorry, es ging nicht anders. Erwachsene Frauen, ehrlich. Da runter, Mandy, wo du bist. Ja, wir sind in Saint-Valery-sur-Son und stehen hier auf einem Stellplatz, Wohnmobilstellplatz, der den Vorteil bietet, dass man auch stundenweise hier parken kann. Das heißt, wenn ihr hier rauffahrt, um euch das Örtchen anzugucken, müsst ihr nicht zwingend übernachten. Ihr könnt das Auto auch stundenweise hier parken. Und ich zeige euch mal kurz den Platz. So, das ist das Eckchen, was wir uns hier ausgesucht haben. Und ihr seht schon an den Keilen, oder vielleicht seht ihr das auch nicht, aber das gesamte Gelände ist abschüssig, also von Anfang des Platzes bis zum Ende. Also gute Keile solltet ihr bei haben oder ihr müsst einfach einen Nächtlein schräg schlafen. So, das erstmal zur Einleitung. Auch hier gibt es natürlich einen Bereich, wo man entsorgen kann. Sieht jetzt nicht so sehr gepflegt aus, aber funktioniert. Wir haben Abfallbehälter, die irgendwie alle offen stehen und wir haben eine gelbe Tonne und eine blaue Tonne und wir haben auch was, um Glas zu entsorgen. So, ihr habt hier mal die Tarife. Eine Stunde 3 Euro bis 9 Stunden 12 Euro und 24 Stunden sind dann auch 12 Euro. Also ab der 9. Stunde zahlt ihr die 12. Aber das PS sind wir jetzt und so ist die Draufsicht hier vom Örtchen und von der Lage. Der Platz ist wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann euch nicht sagen, wie viele Plätze es sind, aber es sind jede Menge. Es ist wirklich eine große Anlage. Es geht da hinten noch weiter und es geht nach links noch weiter. Und wir gucken mal, wie die Entsorgung ist. Erstmal zeige ich euch die Einfahrt und den Bezahlautomaten. Hier ist der Automat. Kartenzahlung möglich und Münzeinwurf ist auch möglich. Wenn ihr rauskommt, vom Platz runterlauft, gleich dieses Schild, Stadtzentrum, und das ist ungefähr 700 Meter zu laufen. Also machbar. Es geht größtenteils bergab zu laufen, ihr müsstet dann bloß irgendwie wieder hochkommen. So ist die Einfahrt und hier oben ist ein Schild, das ist gleich gut zu erkennen, ob noch Platz ist. In dem Fall ja. Kennzeichenerkennung, auffahren, der Rest erklärt sich von selbst. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier Ver- und Entsorgung finden. Die Plätze hier vorne, erste Reihe, haben Strom, weiter hinten nicht. Also nur die erste obere Reihe
hat Steckdosen. Ich glaube, die zweite noch und alles, was danach kommt, dann nicht mehr. Hier hinter mir bei dem Vollintegrierten könnt ihr schön sehen, wie viel hier auszugleichen ist. So, und hier zentral, ziemlich in der Mitte des Platzes, Wasserhahn für Frischwasser. Hier kann man sein Chemieklo entsorgen. Und ein großer Bodeneinlauf, um mit dem Fahrzeug rüberzufahren und Tauwasser zu entsorgen. Genauer gesagt sind es zwei große Bodeneinläufe. Hier nochmal das Ganze in der Totalen. Da ein Einlauf, in der Mitte dieses Backsteinkonstrukt, Frischwasser und Chemiekloentsorgung. Alles da. Nochmal ein Schwenk über den anderen Teil des Platzes gegen die Sonne. Also hier ist noch reichlich Platz. Wasser ist im Preis mit drin, also da ist jetzt nicht irgendwie zu bemünzen. Abwasserentsorgung auch. Wie es mit Strom ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal, das ist auch im Preis mit drin. Aber eben nur die Hälfte des Platzes oder das erste Drittel ist so damit ausgestattet. Ich filme euch mal die Stromdose. So, hier zum Beispiel sieht es aus. Ja, mehr gibt es schon gar nicht zu zeigen. Also praktisch gelegen, günstig, individuell buchbar durch die stundenweise Möglichkeit. Wasser ist da, Entsorgung ist da und Strom halt, wenn ihr schnell seid. Tolle Sache und das Örtchen selber ist auch sehr sehenswert. Na dann, für uns geht's weiter. So, nochmal schnell entsorgt, Frischwasser nachgeladen und das war's mit Saint-Valery. Jetzt geht's weiter an der Atlantikküste. Und los! Erstmal noch bezahlen. Was immer nicht so einfach ist bei diesen Automaten, also zumindest für uns, aber wahrscheinlich stellen wir uns einfach nur platt rein.